Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Curling 2012. Ja, wir sind gerade in dem dritten End. Es steht 2:2 und wir haben gerade eigentlich, ja, eigentlich läuft es gerade relativ gut. Es könnten hier zwei Punkte bei rumkommen, wenn er uns jetzt hier nicht beide raushaut, aber na, mal gucken, ob er das packt. Also der hier wird auf jeden Fall raus und der hier, den schafft er nicht und seiner geht auch raus. Das heißt, das war nicht so richtig klasse für ihn. Ich werde jetzt versuchen, seinen gelben hier rauszuhauen und unseren gleichermaßen dann hier irgendwie zu platzieren. Ich hoffe mal, ich komme hier von der Seite da irgendwie ran. Das geht, glaube ich, das ist aber mit sehr viel Risiko. Aber ich versuch's mal. Der kann ruhig, der, also unser kann dann ruhig weit nach links hier hin, damit er hier nicht beide gleichzeitig erreichen kann. Ich werde das mal probieren. Da kommt er denn da zu nah ran. Ach scheiße, ich hab's schon fast geahnt. Mann. Ich konnte es jetzt auch am Ende nicht mehr verhindern. Das war leider zu spät. Und das war jetzt natürlich blöd, ne? Dass wir jetzt den Fehler gemacht haben. Hätten wir einfach von der anderen Seite rangehen müssen. Ah, Mensch. Also wir müssen hier auf jeden Fall zwei Punkte machen, ne? Ein Punkt ist zu wenig. Da müssen wir es dann im nächsten Durchgang unbedingt verteidigen. Aber er macht auch einen Fehler. Er macht auch direkt einen Fehler. Na Mensch. Und der hier ist quasi weg, ne? Der ist nicht im Haus. Der hat uns nicht zu interessieren. So, jetzt sollten wir aber besser an den rankommen. Und dann sollte das eigentlich auch klappen. Ich hoffe mal, dass unser denn nicht zu weit nach links geht, also dass der denn rausgeht. Das hat schon mal geklappt. Seiner ist weg und unser bleibt. Sehr schön. Also, das ist doch schon mal super. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der wird jetzt natürlich immer versuchen, den hier anzugreifen. Mal gucken. Also wenn wir hier jetzt keine großen Fehler machen, dann haben wir die zwei Punkte sicher. Und naja, vielleicht macht er ja auch nochmal Fehler. Wenn der jetzt hier zum Beispiel den hier vorne berührt mal. Oder unseren nicht rauskriegt aus dem Haus. Aber das hat er gut gemacht. Und das werden wir nämlich gleich genauso machen wie er jetzt auch. Und da wir den letzten Stein haben, holen wir uns dann hier hoffentlich dann wieder die zwei Punkte. Also, da darf jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. So, ich bin mal gespannt. Oh, leichte Abweichung nach links, ne? Da haben wir gut daran getan, da ein bisschen Luft zu lassen. So, und sein raus. Und jetzt bin ich mal gespannt. Schafft das hier, unseren rauszukriegen? Macht er vielleicht auch einen Fehler? Dass er vielleicht hier zu nah an dem hier rankommt? Oha. Also das ist mutig. Das ist aber richtig mutig. Ja. Dann hatte er Angst gehabt, hier so rumzuspielen. Oh, und er trifft unseren nicht. Und er trifft unseren nicht und seine gehen beide raus. Oh, da ist sie da. Unsere Chance, hier zwei Punkte zu machen. Drei Punkte sogar zu machen. Tja. Müssen wir mal gucken. Also das hier war zu wenig. Das hier war zu wenig. Und das hier war zu viel. Also dann würde ich sagen, setze ich das einfach mal hier so in der Mitte an. Und dann drückt mir bitte die Daumen, Leute. Drückt mir bitte die Daumen,
dass der jetzt hier irgendwo im Haus liegen bleibt. Das wären dann 3 Punkte und das wäre dann wirklich ein Hammer-Frame. Oder ein Hammer-End. Frame heißt es, glaube ich, beim Baseball. Und das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Oh, der ist schon sehr schnell, ne? Halt an, halt doch an, halt an, halt an, halt an, halt an, nein. Ah, Mensch. Also, das ist halt so ein bisschen noch Erfahrung, die uns fehlt. Beim nächsten Mal dann einen Tick mehr wieder hinten ansetzen. Und dann passt es hoffentlich. Das können wir jetzt direkt üben. Also, dann halt jetzt hier. Ah, Mensch, ey. 2 Punkte. Ja, wenn das 3 gewesen wären, dann hätten wir da zumindest schon mal so ein bisschen Ruhe dann. Naja. Der sieht auch schnell aus. Das gibt's ja gar nicht. Also, was das angeht, da habe ich echt noch so meine Probleme. Naja, gut. Jetzt laufen wir wieder hinterher. Und hoffen, dass er hier eben keine 2 Punkte schafft. So, er macht erstmal hier einen auf Safety First. Soll er machen? So, ich bin jetzt am Überlegen. Sollen wir versuchen, seinen wegzuhauen? Damit wir auf jeden Fall einen sicher hier drin haben. Ich glaube, das wäre eine weise Entscheidung. So, ruhig ein bisschen doller. Damit unser auch auf jeden Fall dann im Haus hinkommt und liegen bleibt. Meinetwegen auch am Rand. Wo, ist mir eigentlich ganz egal. So, können wir nochmal Gas geben hier. Ja, dann ist der jetzt davor. Ja, vielleicht kommt er später nochmal mit ins Spiel. Also ist auf jeden Fall besser, als wenn er nicht da wäre. So, jetzt versucht er hier einen reinzumachen. Oder er gibt mit Vision richtig Kit und haut unseren raus. Aber dann könnte er das auch einfacher machen. Na, ich glaube, der will unseren raus haben. Oder auch nicht. Nö, will er einfach schön in die Mitte. Na gut. Ist aber egal, denn wir hauen ihm den natürlich direkt wieder raus. Sollte klar sein. Und vielleicht so, dass wir den dann verstecken können. So ein bisschen. Hinter dem hier, damit er die nicht beide rauskriegt, sondern immer nur einen dann. So, mal gucken. Ja, das passt so, glaube ich. Oder vier können wir noch mal ein bisschen wischen. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum der jetzt so langsam war auf einmal. Warum das generell hier so wenig war. Ich weiß es manchmal nicht, also das ist noch so ein bisschen Rätsel für mich. Ist ja jetzt auch erst die 3. Folge. Da muss man noch nicht unbedingt alles vom Spiel wissen, sondern so ein bisschen ausprobieren. Aber wir führen ja 4-2. Vielleicht kann man hier auch irgendwie was auswählen und dass er den da noch rettet. Aber gut, da hätte er den auch direkt so reinspielen können, aber so ganz passend tut es ihm nicht. Ach so, das sind die Abstände. Ach, guck an. Na gut. So, jetzt geht das nämlich wieder hier komplett durch, ne? Da bin ich mir immer noch echt nicht so... Naja. Vielleicht auch, weil das verschiedene Werfer sind? Ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, ne? Dass wir hier sein, der am nächsten dran ist, dass wir den wegkriegen. Damit wir da gar nicht erst so später dann Probleme bekommen.
Aber ist auch nicht so einfach. Das ist auch gar nicht so einfach. Also ich würde fast sagen, dass wir gegen unseren gegenhauen und der den dann raushaut. Und dass wir vielleicht sogar noch ihn hier noch mit erwischen. Aber das ist mir zu viel Risiko. Oh je. Da kann alles bei passieren. Also ich versuch's lieber nochmal so. Das ist ja auch nicht besser. Ja. Machen wir erstmal den hier raus. Machen wir erstmal den hier raus. Und dann gucken wir mal. Ja, das passt soweit. Das ist schon mal gut. Auch dass hier der hier außen noch so drin liegt. So, der haut jetzt natürlich unseren raus. Und wenn wir Pech haben, beide. Und wenn wir Glück haben, haut er seinen unteren gelben auch noch weg. Oder so zumindest von der Mitte so ein bisschen weg. Der kommt schon gar nicht so gut für ihn. Ja. Da ist sein Gelber nämlich auch auf einmal weg. Und zwar ganz weg. Und unser ist hier noch drin. Also der braucht sich gar nicht so freuen. Das war gar nicht so gut für ihn. Ja, ich würde sagen, wir hauen den einfach stumpf raus, ne? So, guten Flug, Herr Stein. So, das sieht doch schon mal ganz freundlich aus. Also wenn der hier jetzt wirklich es so schaffen sollte, 2 Punkte zu machen, dann müssen wir aber noch grob was falsch machen. Was wird das jetzt? Will der den einfach in die Mitte legen oder so an die Mitte ran? Und unsere Steine als Guard benutzen? Ja, das war zumindest von der Durchführung war das gut gemacht. Die Taktik finde ich gerade noch ein bisschen seltsam. Denn hier können wir natürlich wunderbar jetzt auch rein und den nächsten von uns platzieren. Und zumindest die Chance etwas vergrößern, dass er vielleicht am Ende mit seinem letzten Stein keinen Punkt machen kann. Sondern vielleicht, dass wir dann einen Punkt kriegen. Das wäre ja auch nicht schlecht. So, Vollgas jetzt. Naja. Hätte besser laufen können, ne? Da mit dem Gelben sind wir noch nicht ganz fertig. Den müssen wir dann auf jeden Fall gleich machen. Oha, und der hat jetzt vor, hier komplett alles wegzuhauen, oder was? Na, da bin ich ja mal gespannt. Oh Mann, ey. Nicht, dass sich das hier jetzt ganz böse wendet zu seinen Gunsten. Beziehungsweise zu unseren Ungunsten. Aber der geht hier vorne schon gegen. Also, da, das war nicht jetzt der Plan. Und ich frage mich echt immer noch, wieso hier. Naja. So, wir werden hier jetzt mal ein bisschen brachial zu Werke gehen.
So, und jetzt Feuer. Ah, gut, den. Ich hatte jetzt eigentlich schon gehofft, dass wir den ein bisschen Richtung Mitte bekommen. Aber gut, wenn wir das Ganze so ein bisschen rumstellen, weil wenn es jetzt abgerechnet werden würde, hätten wir 3 Punkte, ne? Aber wie gesagt, der hat halt noch 2 Steine wie einen. Müssen wir mal abwarten, wie es dann nach seinem nächsten, also nach seinem übernächsten Stein aussieht. Jetzt so hat er natürlich den Weg in die Mitte, aber die beiden sind schon eine verdammt gute Guard. Also das wird schwer werden, dass er da, wenn er da keinen Stein hat von uns, wo er rangehen kann, das wegzukriegen. Also jetzt werden wir zusehen, dass wir hier wirklich ja, vielleicht einen Stein, also auf jeden Fall nicht von uns den hier stehen lassen, wo er jetzt ist, sondern entweder direkt hier in der Mitte oder hier so irgendwie hier hinter, damit das ja abgeriegelt ist. So, ich werde es mal probieren. Ob das klappt. Das wäre ja der Hammer. Wenn wir hier mit Punkten rausgehen, ne? Also es wäre schon gut, wenn er nur einen Punkt macht. Und danach sieht es derzeit bestenfalls aus. Aber es wäre natürlich noch geiler, wenn wir hier wirklich Punkte machen. Und wir mal gucken, wer weiß, wie viele, ob das vielleicht sogar 3 werden. Ja, ist ein bisschen weit draußen. Also da kann er jetzt, denke ich, mal rangehen und da noch einen dazwischen machen. Also das war jetzt, der ist jetzt zu weit gewesen. Sonst hätte er da vielleicht Probleme bekommen. So kann er jetzt hier reinspielen. Oder halt auch so. Oh, mal gucken. Oh, das ist aber sehr riskant. Also wenn das geht, dann hat er hier eventuell sogar 2 Punkte, die er macht. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, ich glaube nicht, dass er da. Das ist, glaube ich, zu viel Risiko. Ist viel zu viel Risiko. Und damit gewinnen wir 2:0. Obwohl er den letzten Stein hatte. Und damit führen wir dann 6:2. Na, das hat er sich jetzt selber. Ja, da hat er jetzt selber Schuld gehabt. Und damit behält er natürlich dann auch den letzten Stein, den Vorteil. Aber 6:2, das hört sich schon richtig gut an. So kann es gerne weitergehen. Also, nächste Folge machen wir hier weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Leute, macht's gut. Bis dann. Wir sehen uns und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Ciao.